Das Projekt Allianz Park Stuttgart steht für den Neubau einer Betriebsstätte in Stuttgart-Vaihingen, die allen bisher in Stuttgart an verschiedenen Orten ansässigen Gesellschaften der Allianz eine neue Heimat bieten soll. Dazu stehen ca. 43.000 Quadratmeter Grundstücksfläche zur Verfügung. In den ober- und unterirdischen Gebäudeteilen sind neben den Regelbüroflächen weitere Bereiche für Konferenz, Gastronomie, Technik und eine Tiefgarage und entsprechenden Elektroladehöfen vorgesehen. Zusätzlich wird eine Dreifeldsporthalle für den Sportverein und das allianzinterne Gesundheitsmanagement in unterirdischen Flächen integriert. Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 113.000 Quadratmeter. Das Gebäude wird ausschließlich durch Allianz-Mitarbeiter genutzt und soll die neue Heimat für Mitarbeitende sein. Die Vergabe des Projekts wurde in Form eines zweistufigen Partnering-GMP-Modells vollzogen. In der Stufe 1, der sogenannten Reconstruction-Phase, verbleiben das Planungsrisiko und der Lead auf Bauherrnseite. Und wir als Construction-Partner unterstützen mit starkem Engineering. In der Stufe 2, der Ausführungsphase, wird die Ausführungsplanung und der Bau durch den Construction-Partner übernommen, wobei weiterhin der offene und transparente Umgang der Projektbeteiligten erhalten bleibt und im Vordergrund steht. Elementares Instrument für die Planung war von Beginn an die BIM-Methode. Auch hier hatte die BIM-Gesamtkoordination in der Stufe 1 die Allianz mit Gerber-Architekten. In der Stufe 2 erfolgt nun die BIM-Gesamtkoordination durch den Construction-Partner mit allen Planungsbeteiligten und den bisher beauftragten Partnern im Bereich der Fassade und der technischen Gebäudeausrüstung. Der Lebenszyklus eines Gebäudes vom Entwurf über den Bau bis zu dessen Betrieb bringt in jeder seiner Phasen viele Herausforderungen mit sich. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die bereits mit der Planung eines Gebäudes beginnt. Hier gilt es, alle wichtigen Informationen aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen aller Planungs- und Baubeteiligten zusammenzufügen. Dies findet heute immer mehr durch den Einsatz von Building Information Modeling, kurz BIM, statt. Als Construction Partner ist es unsere Aufgabe, die Qualität des Designs zu kontrollieren, bevor die bauliche Umsetzung erfolgt. Probleme, die in der Planungsphase nicht identifiziert und gelöst werden, führen in der Bauphase unweigerlich zu zeit- und kostenintensiven Auswirkungen. Wir als Construction Partner sehen in der BIM-Methode nicht nur eine Herausforderung, sondern auch die Chance einer höheren Wertschöpfung für unsere Kunden sowie unsere Produktivität und Rentabilität zu erhöhen. Eine klassische Win-Win-Situation. Die Allianz legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, die wir natürlich auch in diesem Projekt entsprechend umsetzen wollen. So streben wir für diesen Neubau auch die Zertifizierung mit TGNB Platin an. Ein wesentlicher Treiber für den Einsatz der BIM-Methodik war für uns aber auch die Vermeidung von Informationsverlust und Systembrüchen. In diesem Projekt haben wir zum Beispiel den Übergang von der Entwurfsphase in die Ausführungsphase ganz ohne Systembruch bewältigt. Bereits vor Beginn des Projekts haben wir uns mit den Nutzervertretern zusammengefunden, um deren Bedürfnisse und Erwartungshaltung zum Thema BIM in entsprechenden Anwendungsfällen in der AIA zu definieren. Ein besonders großes Anliegen beim Einsatz der BIM-Methodik war uns, dass jeder Planer seine Modellierungssoftware frei wählen durfte. Aus diesem Grund haben wir uns für den Open-BIM-Ansatz in diesem Projekt entschieden. Wir haben regelmäßige Austauschtermine für die IFC-Modelle und einen BCF-Workflow etabliert, der auch die Nutzervertreter von Anfang an mit eingebunden hat. Diese konnten mit den IFC-Modellen und dem BCF-Workflow bereits in der Leistungsphase 3 ihre Anliegen in die Projektöffentlichkeit kommunizieren. Neben den Modellen haben wir planbasiert über ein sogenanntes Redlining auf unserer Projektplattform den Entwurfsprozess auf eine digitale Ebene gehoben. Aktuell befinden wir uns in der Leistungsphase 5 und haben digitalisierte Planprüfprozesse für die WP2 und WP3 Planung. Besonders erwähnenswert sind aus meiner Sicht auch diverse Begehungen und Visualisierung, die wir mit dem BIM-Modell ermöglichen konnten.
dieses gerade für Baubranchen fremde Mitarbeiter und Entscheidungsträger sehr hilfreich. Im Laufe dieses Projekts haben wir mit der BIM-Methode sehr positive Erfahrungen gemacht. Die große Kompetenz aller Planungsbeteiligten mit der BIM-Methode lässt mich mit Zuversicht auf den weiteren Projektverlauf blicken und bestätigt uns, mit BIM die richtige Wahl getroffen zu haben. Warum setzen wir hier BIM ein? Wir können mit BIM dreidimensionale Themen sehr gut im Modell mit allen gemeinsam intern mit den Planern anschauen, Lösungen finden, aber vor allen Dingen auch mit den Nutzervertretern, die nicht bauaffin sind, die Pläne 2D nicht so sehr lesen können, sehr genau erklären, wo die Probleme sind und dort auch dann Lösungen finden. Elemente, die von mehreren Planern in den Plänen gezeigt werden müssen, zum Beispiel Beleuchtungen, Heizkörper, Waschbecken, werden nur einmal modelliert und dann in den betreffenden Plänen an gleicher Stelle, in gleicher Art und Größe immer dargestellt. Wir können sehr leicht auch lichte Höhen von verschiedenen Räumen, zum Beispiel in der Tiefgarage, über sämtliche TGA-Gewerke hinweg prüfen, dass dann sehr einfach schnell automatisiert geht, was händisch per 2D sehr schwierig wäre. Und wir haben einen weiteren Vorteil, wir haben den Nachunternehmer für die Haustechnik, der bereits ein Value Engineering macht, das dann direkt in die Modelle einfließt und damit in die Planung. Für uns als Fachplaner sind die Open BIM Produkte, wie zum Beispiel die EFC-Modelle, aber auch die BCF-Issues und die BCF-Anmerkungen, in der Zusammenarbeit mit den anderen Fachplanern äußerst wichtig. So erfolgt ein Austausch von diesen jeweiligen EFC-Modellen in einem zweiwöchigen Rhythmus. Bei Bedarf haben wir auch häufiger. Durch den Austausch der Modelle sind die einzelnen Fachplaner immer auf dem aktuellen Stand, wobei man auch durch die Austauschmodelle immer den jeweiligen Fortschritt sowie auch gleich Probleme, Kollisionen und so weiter erkennen und dann auch bearbeiten kann. Durch das Hilfsmittel der BCF-Issues und BCF-Anmerkungen können dann solche Probleme oder Kollisionen dann den einzelnen Fachplanern zugeordnet werden und in einer Planung zur Koordinationsbesprechung dann zwischen den Fachplanern die einzelnen Punkte im Modell betrachtet und auch entsprechende Lösungsmöglichkeiten zusammenarbeitet werden. Somit ist man trotz unterschiedlicher CAD-Programme, die wir nutzen, auch vielleicht in unterschiedlichen Arbeitsweisen, wie wir vorgehen, trotzdem auf einem gemeinsamen Nenner mithilfe dieses Modells, was auch die Zusammenarbeit zwischen uns als Fachplaner deutlich besser verzahnt, auch beschleunigt und schlussendlich dann auch vereinfacht. Mein Name ist Laia Darafshi und ich begleite das Projekt als BIM-Koordinatorin. Meine Hauptaufgaben sind, die TGA-Modelle intern sowie mit den anderen Fachgewerken zu koordinieren, ebenso die Betreuung des S&D-Prozesses. Außerdem bin ich für das Thema modellbasierte Mängelmanagement in dem Projekt verantwortlich. Mein Name ist Tanja Kreff, ich bin BIM-Koordinatorin bei Zyplin und übernehme in diesem Projekt die BIM-Koordination für das Gewerk Tragwerk. Zu meinen Aufgaben gehört die Koordination des Tragwerksmodells intern, der Abgleich zwischen Architektur und Tragwerk sowie der Aufbereitung der Modelldaten für das Projektteam, damit alle modellbasiert arbeiten können. Um eine effektive Steuerung eines BIM-Projekts zu ermöglichen, spielen drei Bereiche eine wesentliche Rolle. Die Definition der Qualitätskriterien durch BIM-Richtlinien, die regelmäßige Qualitätskontrolle und schließlich die BIM-Anwendungen im Projekt. Vor der Sicherstellung der Qualität müssen BIM-Richtlinien im Projekt erstellt, abgestimmt und festgelegt werden. Dank der Vorarbeit von Building Smart und anderer Organisationen müssen wir dabei das Rad nicht neu erfinden. Wir haben projektspezifische Informationsanforderungen und Prozesse für alle Gewerke und Disziplinen entwickelt. Diese nennt man Information Delivery Manuals, IDM. Grundlage hierfür sind nationale interne Informationsanforderungen und natürlich die Anforderungen der Allianz. Im weiteren Projektverlauf dienen die IDMs dann als Leitlinien für die modellbasierte Planung. Selbstverständlich nimmt der Informationsgehalt mit der Projektphase zu. Vom Projektinformationsmodell, das als Plantmodell, FM-Modell sowie das am Ende des Projekts ein finales Bauwerksmodell, welches signifikante Bauabweichungen berücksichtigt. Im Laufe der Planung und Realisierung wird eine enorme Menge an Informationen generiert. Mithilfe einer Common Data Environment als Projektserver stellen wir sicher, dass alle Projektdaten ohne Informationsverluste gesammelt, verwaltet und verteilt werden.
Zusätzlich zu dem IFC 2x3 Coordination View nutzen wir für den Modellaustausch das IFC 4 Design Transfer, um für finale Data Drops eine genauere Mengenermittlung zu ermöglichen. Besonders in diesem Projekt hervorzuheben ist, dass die späteren Nutzer der Allianz modellbasiert arbeiten und ihre Anmerkungen mit PCF kommunizieren können. Ebenfalls bemerkenswert ist hier, dass die TGA-Nachunternehmer über einen zweiten BIM-Collab-Raum ihre Anmerkungen mit uns kommunizieren können. Ein wesentlicher Mehrwert von BIM besteht darin, Projektinformationen schnell und zuverlässig suchen und analysieren zu können. Problematisch wird es erst, wenn Objekte mit unterschiedlichen Bezeichnungen erfasst werden. Im Projekt Allianz Park Stuttgart haben wir daher eine konkrete Vorgehensweise entwickelt, wie wir Objekte und Objekteigenschaften benennen. Verschiedene Disziplinen verwenden oft unterschiedliche Begriffe, um dasselbe zu beschreiben. Was einer als Betonfestigkeitsklasse bezeichnet, nennt ein anderer Betongüte. Um die Benennung der Attribute und IFC-Klassen eines Elements in den BIM-Modellen standardisieren zu können, haben wir das Building Smart Data Dictionary verwendet. Zusätzlich zu den bekannten klassischen Anwendungen wie 4D und 5D haben wir das Potenzial der Methodik in die Planung für diverse modellbasierte Simulationen genutzt, wie Licht, Schatten, Temperaturverhältnisse, Raumakustik bis hin zu einer Feuer- und Rauchsimulation. Im Allianz-Projekt haben wir folgende innovative Lösungen eingesetzt. Zu Projektbeginn wurde ein modellbasierter Raumbuch zwischen den Planern verwendet. Weiterhin haben wir eine Schnittstelle zwischen der Common Data Environment und das Planungs- und Baumanagementsystem BIM 360 von Autodesk entwickelt. Somit kann das Projektteam mit ihren mobilen Endgeräten immer auf aktuelle Pläne und Modelle zugreifen. Es ist geplant, die FM-relevanten Anlagen über AKS-Nummer und QR-Code mit einem CFM-System zu verknüpfen. Ob Virtual Reality, Augmented Reality, 360-Grad-Aufnahmen, Drohnen- oder Robotertechnologien, alle kommen bei uns in der Planung oder in der Bauphase zum Einsatz. Wir sind für alle Innovationen offen. An BIM führt kein Weg vorbei.